Grausame Verbrechen bewegt die Öffentlichkeit mehr als der Mord an Kindern. Das ist verständlich, denn gerade Kinder sind gegenüber Fremden besonders arglos und erwachsenen Tätern auch mehr oder weniger wehrlos ausgeliefert. Die Kantonspolizei Aargau versucht seit längerer Zeit, zwei solche Mordfälle zu klären. Es ist nicht auszuschließen, dass die zwei Kinder Opfer ein und desselben Täters geworden sind. Der Entführer wird wie folgt beschrieben. 40 bis 50 Jahre alt, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, schlank, dunkle, nach hinten gekämmte Haare. Der Mann trug eine braune Wildlederjacke mit Revers. Vermutlich ist der Mann im Besitzer eines Fahrzeuges, in welchem der Knabe transportiert wurde. Ich glaube, etwas Schlimmes kann man nicht erleben. Jedes Kapitalverbrechen ist ein schlimmes Verbrechen. Aber wenn es Kind betrifft, ist noch eine andere Dimension. Alle paar Monate oder vielleicht im Jahr sind neue Kinder verschwunden. Das Spezielle an dieser Mordserie ist, dass man 10 Jahre lang nach einem Täter hat gesucht hat, obwohl man ihn eigentlich von Anfang an kennen konnte. Er ist ein unberechenbarer, gefährlicher Mensch. Er hat die Kinder erwürgt. Von Hand. In Hägendorf im Kanton Solothurn wird seit gestern Abend ein 9-jähriges Mädchen vermisst. Schon wieder ist ein Kind spurlos verschwunden. Unweit des Elternhauses wurde heute die Leiche des Kindes gefunden. Eigentlich war sie eine Scheuche. Tochter gsi, ja. Sie war die älteste von unseren Kindern. Ja. Ja, wir hatten schöne Erinnerungen mit Fabian zusammen. Es war ein fröhliches, aufgestelltes Mädchen. Ich denke manchmal darüber, ja, was wäre sie jetzt echt, wäre sie geheiratet, hat sie Familie oder was hat sie gelernt. Eine gewisse Vorahnung hat sie sicher gehabt. Sie hat aber nicht gewusst, was passiert. Oder man sieht ja hier quasi wie ein Richterstuhl, da ist ein Totenkopf. Ich glaube fast, es hat jeder Mensch, bevor er erst stirbt, hat er eine gewisse Vorahnung. Es ist dann gleich fertig. Gewiss, ich bin der Täter. Über den Tathergang werde ich nie sprechen. Es war zu schrecklich. Ich bin für mich selbst ein Rätsel, das ich nicht lösen kann. Ganz ein normaler Samstag war es. Im 89. Ja. Ich habe Holder abgelesen unten. Schön. Es war schön. Fabian ist ja 14 Tage vorher heimgekommen von der Ferien vom Wallis. Es war bei seinem Götti in der Ferien. Es ist heimgekommen und hat sich von Anfang an immer gefreut auf Kilby. Ich habe gesagt, wir könnten ja morgen gehen, also am Sonntag. Und dann hat sie gesagt, nein, sie will jetzt, es sind Haufen Lichtchen und das gefällt ihr. Und dann haben wir gesagt, ja, also, dann kommen wir alle mit. Ja. Das war das Letzte. Thank you.
Ich heiße Victor Domann, bin seit 1980 Polizei- und Gerichtsberichterstatter beim Blick. Und am Anfang hat man ja nicht von einem Fall Ferrari geredet, sondern von ganz vielen verschwundenen Kindern, die teilweise nicht einmal mehr aufgefunden worden sind. Wir haben schon gewusst, dass vorher sind ja auch Kinder ermordet worden. Aber ob es gerade wieder der gleiche ist, der schon 4, 5 vorher ermordet hat, das haben wir natürlich nicht gedacht. Dann, als die Kindermorde passiert sind, war ich selber ein Kind. Und ich kann mich gut erinnern, wenn ich durchs Dorf spaziert, irgendwie beim Coop vorbeigegangen bin oder beim Polizeiposten, dann sind die vermissten Anzeigen draussen gehangen, mit Fotos aus dem Familienalbum, also lächelnde Kindergesichter. Und ich selber war 8-9-jährig und habe in die Gesichter geschaut von diesen 8-9-jährigen Mädchen und Buben und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass die wie vom Erdboden verschwunden sind. Am 12. Mai 1980 da ist Ruth S., 12-jährig, auf dem Heimweg verschwunden. Sie ist mit dem Velo heimgefahren, in Würenlos und dort nie angekommen. Und das Tragische in diesem Fall ist, dass der Vater die eigene Tochter ermordet im Wald aufgefunden hat. Ich war am Tennisspielen, als das Telefon kam. Wir haben ein Mädchen gefunden in Würenlos im Wald. Das Waldstück war sehr dunkel und da liegt auf einem Teppich auf dem Waldboden ein totes Mädchen, zum Teil entkleidet. Ja, das ist eine ganz spezielle, unschöne Stimmung, die mich dort erwartet hat. Man hat festgestellt, dass der Täter möglicherweise sich an diesem Kind vergangen hat. Man hat auf der Leiche von dem Mädchen auf dem Gesäß ein Schamhaar gefunden. Und man hat aber damals das Schamhaar nie DNA-mässig untersucht. Teilweise aus technischen Gründen, teilweise ist es einfach vergessen gegangen, das Haar. Das war in diesem Zeitpunkt nicht ein super gutes Beweismittel. Es war ein Indiz, dass da ein Haar rum ist, aber wer der Täter ist, aufgrund der DNA, die im Haar ja auch vorhanden ist, das war nicht möglich. Und das Zweite war, dass die tote Mädchen eine starke Bisswunde an der linken Brust hatte. Am Leichnam, wo man ihn gefunden hat, hat man auf der Brustwarze einen Bissabdruck gefunden. Und den hat man sichergestellt bei der Obduktion und man hat ihn gefüttert. Das war der erste Fall dieser Mordserie in den 80er Jahren und mit einem Grund, wieso die Ermittlungen und Gerichtsfälle im Kanton Aargau stattgefunden haben. Nach dem ersten Fall hat ja noch niemand an eine Serie gedacht. Da sind wir leider nachher des Besseren belehrt worden. 20. März 1982 ist wieder ein Mädchen verschleppt worden. Die 8-jährige Rebecca B. ist in Gatenau nie angekommen in der Schule. Und gleich hat man aber dann später im Kanton Bern aufgefunden. Bis heute ungeklärt. 14. April 1983, Loredana M., 6-jährig, hat in Spreitenbach Spreu kaufen für ihr Meersäuli. Sie wurde noch an einer Bushaltestelle gesehen worden von einer Nachbarin, aber dann ist auch sie spurlos verschwunden. Ich war bei den Eltern, wir haben dann etwas zu Mittag gegessen. Es war eine italienische Familie, die dort gewohnt hat. Der Vater hat mich dann gefragt, beim Dessert praktisch, ob ich glaube, dass die Loredana noch lebe. Ich konnte natürlich nicht sagen, dass ich überzogen bin, dass sie tot ist. Sondern ich habe gesagt, man darf einfach die Hoffnung nicht aufgeben. Von ihr hat man Monate später in Rümlang nur noch das Skelett gefunden im Wald. Die Sonderkommission Rebecca, benannt nach
Einer von diesen toten Mädchen ist ins Leben gerufen worden, nachdem er festgestellt hat, dass der Täter in verschiedenen Kantonen aktiv ist. Zum Teil auch in mehreren Kantonen im gleichen Fall. So hat man beispielsweise im Fall von der Loredana hat man den entführten Ort Aargau und den Auffundort Zürich. Und da hat man gesehen, man muss zusammen arbeiten. Und darum ist die Sonderkommission gegründet worden. Und die Mitarbeitenden von dieser Sonderkommission haben sich regelmässig getroffen, um die Erkenntnis in diesen einzelnen Fällen in den verschiedenen Kantonen auszutauschen. Der Täter hat in dieser Zeit, in der man verzweifelt in der Schweiz nach ihm gesucht hat, wo man nicht gewusst hat, wer er ist, hat er so etwas gelebt wie ein Phantom. Er hat mal da einen Job gehabt, mal da einen Job gehabt. Er ist auch viel gezügelt, umeinandergezogen. Und auf der anderen Seite war ihm selber sehr bewusst, dass er wahrscheinlich beim einen oder anderen Fall verdächtigt wird, weil er eben selber schon mal ein genau gleich gelagertes Delikt begangen hat. Und er beschreibt das auch in seinen Briefen, dass er sich davor gefürchtet hat, dass man ihn verdächtigt. Aber offenbar war die Angst nur auf seiner Seite und bei der Polizei ist er aber nicht sofort als Hauptverdächtiger dargestanden. Stets fühlte ich mich von der Polizei verfolgt und glaubte, man würde mich seit Jahren beschatten. Dauernd hatte ich Angst vor einer Entdeckung des Unglücks aus dem Jahr 1971. Und ich begann, immer mehr Alkohol zu trinken. Die Ermittlungsmethode, die in den 80er Jahren der Polizei zur Verfügung gestanden sind, die waren bedeutend kleiner, eingeschränkter gewesen, als das heute der Fall ist. Da hatten wir DNA, das heute ein ganz zentrales Beweismittel ist, bei allen schweren Straftaten, die damals in der Schweiz noch nicht bekannt waren. Und das ist möglicherweise mit der Grund, dass in diesen Jahren eben Straftaten nicht aufgeklärt werden konnten, auch andere Straftaten nicht, wo das heute möglich wäre. 27. Oktober 1983, der Benny E., genannt Bacio Cesa, 10-jährig, er ist entführt worden und ermordet worden. Seine Eltern sind so als Fahrende, haben ein Leben geführt als Fahrende. Und er sollte Scheren und Messer abholen bei den Haushaltungen, damit der Vater die schleifen konnte. Aber daheim ist er dann eben nicht mehr aufgetaucht. Man ist zum grossen Teil hilflos. Man kann das nicht verstehen, dass es wieder so wieder einen Fall gegeben hat. Und hat gehofft, einfach gehofft, dass es irgendwann einmal fertig ist mit diesen Taten. Aber das ist ja über Jahre gegangen. Und sehr belastend, also auch für die Reporter. Am 12. Mai 1984, der Peterli R. Er ist auch auf dem Schulweg verschwunden. Von ihm, ihn hat man nie gefunden, von ihm fehlt bis heute jede Spur. Mir ist aufgefallen, dass die Kinder alle in einem ähnlichen Alter waren und sehr oft sind sie am Samstag verschwunden. Wenn wieder ein Samstag kam, dass man schon ein bisschen unruhig war. Und vor allem mit dem Samstag noch eine Vermisstmeldung von einem Kind ist verbreitet worden, hat man natürlich sofort alle Alarmglocken gehört, Leute. Sondern es hat ja einige Verbrechen gegeben im Zusammenhang mit Kilby. Der Rummelplatz, Dorffest, Pfadfinderfest. Und eigentlich ist es ja erstaunlich, dass an einem Ort, wo so viele Leute unterwegs waren, einfach jemand hergehen konnte und mit diesen Kindern davonlaufen. Da sieht man natürlich auch bei diesen Verbrechen, dass ein Täter natürlich sich alles überlegt, wenn er sich an einem Kind nähern soll. Und das einfach dann umgesetzt hat. Für den nächsten Fall sind jetzt die Schweizer Behörden zuständig. Bitte Konrad Hinz.
Ja, die Kantonspolizei Aargau bearbeitet einen Fall, der hier in der Schweiz großes Aufsehen erregt hat. Den Mord an dem 7-jährigen Schüler Daniel aus Niederglatt. Der Knabe hat mit seinen Eltern am 7. September 1985, also vor knapp 3 Wochen, das Dorffest in Rümlang im Kanton Zürich besucht. Dort ist Daniel plötzlich verschwunden. Du weißt, ob der Tag geschrieben ist, gell? Wir bleiben vollständig da, wir warten. Ja. Gell? Ja. Gut. Vermutlich wurde er von einem Unbekannten entführt. 3 Tage später, am 10. September 1985, wurde die Leiche des Kindes in einem Maisfeld bei Rieniken, einem Ort bei Bruck im Kanton Aargau, gefunden. Und dann habe ich die Entdeckung gemacht, etwa noch 3 Quadratmeter abgehauen hatte, dass eben der Bub in der Seite lag, schlafend, würde ich sagen, dort gelegen ist. So mehr kauend. Meistens sind die Kinder erwürgt worden oder erdrosselt mit einem Gegenstand. Es ist natürlich eine furchtbare Sache, wenn man sich das vorstellt, wie die Kinder gelitten haben, Todesangst gehabt haben. Das ist unvorstellbar. Es gibt Taten, die so fundamental bedrohlich sind, weil es sich um Kinder handelt, weil es vielleicht zufällig an einem bestimmten Ort irgendwelche Menschen umgebracht werden können. Das geht natürlich an den Kern des Sicherheitsgefühls einer Gesellschaft, gerade wenn es dann um Kinder geht. Und das hat eine Auswirkung weit über diese Taten hinaus. Es gibt Angst, Eltern werden sich überlegen, kann ich mein Kind noch allein auf die Straße lassen? Und solange dann ein solcher Täter frei herumläuft, das nicht geklärt ist, schädigt das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Und es ist in gewisser Weise ähnlich wie bei Terrorstraftaten. Es terrorisiert die Gesellschaft insofern, weil einfach dann Angst ein ständiger Begleiter für viele Menschen wird. Wir hatten einfach auch Angst, weil es ist immer wieder ein Kind verschwunden. Und ich bin schon so trainiert worden als Mädchen. Ich habe gelernt, wenn ich angesprochen werde von einem fremden Mann, dann muss ich einfach laut bäcken und davor rennen. Es war eine grosse Unsicherheit bei Eltern, die Angst hatten, ihre Kinder überhaupt noch rauszulassen, weil sie dachten, es könnte etwas passieren. Dort haben einfach die Eltern unglaublich aufgepasst, dass die Kinder nie allein waren, sondern immer irgendein Erwachsener in der Nähe war. In dieser Unruhe, in diesem Verfolgungswahn, floh ich oft in meine Kindheit, wo ich einigermaßen Trost und Ruhe fand. Le bonheur tranquille d'une famille, des images tournées lors d'une fête villageoise un mois avant la disparition de Sarah au berceau. Das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Fälle in der Schweiz. Sie war 5-jährig, ist mit dem Velöli auf dem Schulhausplatz in Saxo. Er hat ihre Runde nicht gedreht. Und am Schluss war aber nur noch das Velöli dort. Es war schon ganz nah beim Elternhaus, nur geschwind über die Strasse. Des moyens énormes sont mis en œuvre pour la retrouver, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Ça a commencé de manière très modeste, parce que personne n'imaginait, même les parents non plus, imaginaient que la petite Sarah avait disparu. Donc, ils pensaient qu'elle était chez de la famille ou des amis. Enfin, il y a eu une recherche comme ça au niveau familial. Mais c'est surtout le lendemain que les recherches importantes ont commencé. Donc, le soir même, il y a eu des recherches relativement limitées. Et le lendemain, les recherches ont été faites de façon beaucoup plus organisée, de plus systématique.
S'il vous plaît, aidez-nous à retrouver Sarah. Cet appel est diffusé à plus de 200 000 exemplaires dans le monde. Une campagne jamais vue à l'échelle européenne. On a ameuté presque le monde entier. On a remué ciel et terre, si on peut dire, pour essayer de trouver, de retrouver Sarah. Der Fall Oberson macht europaweit Schlagzeilen. Es geht um die Schülerin Sarah Oberson. Il y a eu évidemment beaucoup de peur parce que personne ne s'attendait dans un petit village valaisan qu'une petite disparaisse. C'était une commune d'environ 2000 habitants et rien d'extraordinaire se déroulait. Sie ist bis heute nie gefunden worden und dort hat man wie keine Vorstellung davon, was könnte passiert sein. Sarah partout, Sarah nulle part, les pistes relevées jusqu'ici, grâce à cette immense campagne, n'ont rien donné. C'est un monstre, un tueur d'enfants, c'est un monstre. Mais c'est un monstre qui fait partie de notre humanité. Et l'humanité doit se préserver contre des monstres. Et les monstres, il faut les mettre en prison et les soigner. Mais il ne faut plus les laisser sortir afin qu'ils ne sévissent plus auprès d'autres enfants, d'autres jeunes. Ja, es gibt ja einerseits das große Bedürfnis, sich dann von dem ganz hart zu distanzieren, das entweder als krank, als Bestie, als Monster sozusagen aus dem normalen Lebensbereich herauszuhalten. Zu sagen, es ist was ganz anderes und das mit entsprechenden Bezeichnungen dann auch zu kennzeichnen. Meine Position ist ja immer, das zu verstehen. Also da helfen solche Begriffe dann nicht weiter, sondern dass man dann ganz akribisch hinguckt und schaut, was ist das für eine Person, was sind die Gründe, was sind die Motive. Am 3. Mai 1986, Edith T. ist nie in der Schule angekommen, in Wolfiken. Niemand weiß, was passiert ist, bis heute. Es hat immer sehr viele Leute, die daran denken und auch zeigen, dass man nicht allein ist, oder dass sie mit einem fühlen und den Schmerz mit einem tragen. Wir haben aber gewusst, dass in Amerika dort die Polizei etwas weiter ist. Und darum haben wir versucht, von dem zu profitieren und haben auch Profilkenner, also Profiling-Kenner von Amerika in die Schweiz geholt. Und die haben nachher aufgrund der Tatortfotografien, die wir hatten, probiert, so ein Täterprofil zu machen. Das war wertvoll, weil die amerikanischen Kollegen uns eigentlich in dem bestätigt, was wir mit unseren einfacheren Mitteln auch vermutet haben. Was wir gelernt haben von den Amerikanern, ist vor allem zu lesen von den Tatorten, von den Fotografien, die Umstände der Verletzungen und die richtige Zeugenbefragung, da wo man hat Zeugen gehabt bei den Führungen. Und dass er uns neue Gesichtspunkte gegeben hat, aber hat aber nicht zum durchschlagenden Erfolg geführt. Schon wenige Tage danach tauchte dann in einer Zeitung die bange Frage auf, wer ist wohl das nächste Opfer? 17. Oktober 1987, der Christian W., 10-jährig, verschwindet an einer Feier von der Jungschar in Windisch. Wieder ein Festplatz, wieder ein Samstag. In der Gemeinde Windisch, nur wenige Kilometer vom Leichenfundort in Rieniken entfernt, feiert eine Jungschar ihr 50-jähriges Bestehen. Der 10-jährige Christian ist eines der rund 100 Mitglieder der Jungschar. Er ist am Nachmittag dieses Tages von Döttingen allein mit dem Zug zu dem Fest nach Windisch gekommen. Ab 18 Uhr verlagert sich das Geschehen in die festlich geschmückte Turnhalle. Hier nehmen die Jungschar-Mitglieder, zum Teil mit Angehörigen und Bekannten, zunächst ein gemeinsames Abendessen ein.
Gegen 19 Uhr verlässt der Schüler unbemerkt die Dorfturnhalle. Niemand weiß warum. Niemand weiß, was sich unmittelbar danach zugetragen hat. Während in der Turnhalle von Windisch das Jubiläumsfest auf vollen Touren läuft, kommt es auf einer Landstraße zwischen Rüfenach und Rinniken zu einer Beobachtung, die im Zusammenhang mit Christians Verschwinden sicher bedeutsam ist. Ein Mofa-Fahrer, der Probleme mit dem Rücklicht hat, sieht im Scheinwerferlicht einen Mann mit einem etwa 10-jährigen Kind, vermutlich Christian mit seinem Mörder. Am nächsten Tag hat eine Gruppe von Reitern seine Leiche im Wald gefunden. Auch er ist erdrosselt worden und seine Leiche ist ganz in der Nähe vom Fundort von der Leiche von Daniel S. gefunden worden. Also spätestens dort war klar, dass da höchstwahrscheinlich der Gleichtäter im Werk war. Der Gedanke an das, was in den letzten Jahren geschah, ist unvorstellbar. Ich muss verrückt gewesen sein, besessen. Noch kann ich mir das nicht alles erklären. Kaum ein Verbrechen bewegt die Öffentlichkeit mehr als der Mord an Kindern. Die Kantonspolizei Aargau versucht seit längerer Zeit, zwei solche Mordfälle zu klären, die auffällige Parallelen aufweisen. Es ist nicht auszuschließen, dass die zwei Kinder Opfer ein und desselben Täters geworden sind. Aktenzeichen XY Teilnahme ist ja immer davon abhängig gemacht worden, dass eigentlich alle anderen Ermittlungsmethoden schon erschöpft sind. Und wenn man selber nicht weiterkommt, kann man nachher ins Fernsehen. Nach dem zweiten Mord hat die zuständige Kantonspolizei Aargau, wie gesagt, eine ganze Reihe von Parallelen festgestellt. Für Hauptmann Urs Winzenried, der jetzt bei Konrad Höns im Studio ist, ein nicht unbedeutender Faktor. Das stimmt. Aufgrund dieser Parallelen ergeben sich verschiedene Fragen, die mit einiger Wahrscheinlichkeit in beiden Mordfällen auf ein und dieselbe Person als Täter abzielen. Die Hoffnung, dass vielleicht schon während der Sendezeit erste Anrufe kommen, wo die Polizei ja parat war. Also wenn so eine Meldung, die erfolgsversprechend war, eingegangen ist, nachher sie dort zum Rechten schauen und allenfalls den Fall geklärt können werden, schon während der Sendezeit. Das war schon speziell. Die Entführung von Daniel im September 1985 in Rümlang ist von mehreren Zeugen beobachtet worden. Der Entführer wird wie folgt beschrieben. 40 bis 50 Jahre alt, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, schlank, dunkle, nach hinten gekämmte Haare. Der Mann trug eine braune Wildlederjacke mit Revers, Ärmel und Brustpartie aus Wolle. In beiden Fällen hat der Täter ähnliche Tatwerkzeuge zurückgelassen, mit welchen er seine Opfer zuvor erdrosselt hatte. Im Fall Daniel verwendete der Täter dieses goldfarbene Vorhangkordel mit Quaste, ca. 1 Meter lang. Im Fall Christian benutzte er diesen braunen Gürtel aus Niki-Plüsch, der vermutlich zu einem Bade- oder Morgenmantel, allenfalls zu einem Hausdress gehört. Unsere Frage: Wer kann Angaben über das Fehlen der Vorhangkordel oder des Gurtes machen? Da haben wir die Gegenstände gezeigt und haben gleichzeitig und schon vorher natürlich probiert, die Vorhangkordel zuzuordnen oder den Bademantelgürtel zuzuordnen. Und das ist wieder so ein Beispiel: Suche der Stecknadel im Heuhaufen. Weil das ist so unendlich viel Vorhangkordel. Und da hat jemand müssen sich melden und sagen, ich weiss, jemand hat so eine Kordel gehabt und jetzt hängt am Vorhang nur noch eine von diesen zwei. Oder der hat einen Badmantel und hat keinen Gurt mehr an diesem Badmantel. Also, das waren schon sehr kleine Erfolgschancen, aber man hat es probiert. Wenn man das Gefühl hatte, doch, das ist ernst, ist man diesen Hinweis nachgegangen. Es hat, glaube ich, keine Sendung gegeben, die nicht Hinweise eingegangen sind, die man verfolgt hat. Das Spezielle an dieser Mordserie ist, dass man 10 Jahre lang nach einem Täter gesucht hat, obwohl man ihn eigentlich von Anfang an kennen konnte. Weil dieser Täter hat 1971 schon einmal gemordet. Er hat einen Buben geführt von einem Festplatz und ihn umgebracht, auf eine ganz ähnliche Art und Weise, wie er bei den späteren Kindern. Und es hat bei niemandem eine Alarmglocke geläutet, außer bei der Mutter dieses Opfers.
Die hat sich schon früh mal mit der Polizei in Verbindung gesetzt und darauf hingewiesen, dass das der gleiche Täter sein könnte. Aber passiert ist lange Zeit nichts. Die interkantonale Zusammenarbeit in den 80er Jahren hat nach den damaligen Möglichkeiten sehr gut funktioniert. Man hat regelmässig miteinander Informationen austauscht, aber es war sehr schwierig gewesen, im Vergleich zu heute die Informationen austauschen, weil es eben die raschen Mittel, wie wir sie heute haben, vor allem Computer, nicht gegeben hat. Also man musste telefonieren miteinander, man musste zusammensitzen. Es hat keine gesamtschweizerischen Datenbanken gegeben, die man gerade können abgleichen konnte. Aber im Rahmen des Möglichen hat die Zusammenarbeit gut funktioniert. Zu dieser Zeit hat man noch keinen Datenschutz gehabt, oder? Von dort her hat man sicher mehr Informationen untereinander austauschen, als man es heute macht. Aber dafür hat man dort alles nur so informell einander. Die Polizisten haben einander gekannt und haben miteinander geredet. Da ist aber nie etwas aufgeschrieben worden oder so. Ich weiss nicht, ob das wegen der kantonalen Vielfalt war, dass hier Werner Ferrari so lange in Freiheit sein konnte. Ferrari ist einschlägig vorbestraft. Anfang der 70er Jahre wurde er wegen der Ermordung eines Buben zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt. Mein Name ist Peter H. und ich kenne Werner Ferrari seit meiner Kinderzeit. So mit 9, 10 habe ich ihn kennengelernt, weil er bei uns in der Familie ein- und ausgegangen ist. Ich kann mich daran erinnern, dass wir am Mittagstisch waren und die Mutter sehr bedrückt war. Und wir haben nicht gewusst, was los ist. Und dann hat sie eigentlich einfach so knallenvoll am Tisch gesagt, der Werner ist ein Mörder geworden. Und das war schon ein Hammer. Ja. Das hat uns sehr erschlagen. Es war dann ruhig am Tisch. Ja. Da waren wir sehr betroffen von dieser Tatsache. Ja. Wir haben ihn dann nur noch als Gefangenen als nächstes Mal in Arlesheim, wo er dann in der U-Haft war. Dort haben wir dann ihn wieder gesehen, weil wir ihn dann besucht haben. Gemeinsam mit dem Vater bin ich dort vorbeigegangen. Ja. Der Werner Ferrari war ein Freund von uns, ein Freund von der Familie. Und so haben wir das eigentlich auch fast als eine Selbstverständlichkeit angeschaut, ihn jetzt dort zu besuchen. Ja. Als er dann im 79 frei geworden ist, er ist ja 3 oder 4 Jahre vorher, ursprünglich waren es 12 Jahre Haft, und er ist dann endlich rausgekommen. Und wir haben das auch gewusst und sind in Kontakt mit ihm. Wir haben ihn zu einem Spaghetti-Essen eingeladen. Er ist dann aber nicht erschienen. 1980, auf den ersten Mordfall an der Route S, das haben wir aus der Presse mitgenommen. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, ja, jetzt wird der Werner Ferrari wieder observiert. Ich habe ihr das also erklärt, ja, das ist halt so. Wenn etwas so mal vorgefallen ist, dann wird es natürlich als Erster immer wieder eigentlich nach einem Alibi gefragt. Und wo dann nichts eigentlich in der Presse war, bin ich fast beruhigt. Ich habe ihm das nicht zugeschrieben. Jeder Kanton hat über seine Daten verfügt. Und wenn man auf die Daten von anderen Kantonen wollte greifen, hat man jedes Mal ein Ersuchen stellen. Wir wollen von euch noch etwas wissen. Und das hat natürlich die Arbeit sehr erschwert. Man hat einen Mann, der schon ein Tötungsdelikt begangen hat, und einen ungefähr gleichaltrigen Bub, den muss man doch anschauen. Es hat mit zunehmender Dauer von diesen Kindertötungen hat eine sogenannte schwarze Liste eine gewisse Bedeutung bekommen.
Die schwarze Liste war eine Liste von Namen, von Straftätern, die im Zusammenhang mit schweren Sexualdelikten, aber auch mit Tötungsdelikten in der Schweiz eine Rolle gespielt haben. Dort hat man versucht, den Täterkreis ein bisschen einzugrenzen, aber es war natürlich nicht einmal ein Indiz, so für eine schwarze Liste zu sein. Und die war auch relativ lang, die schwarze Liste. Vielleicht war das natürlich auch ein Punkt, dass Ferrari die halbe Schweiz umgemordet hat. Und dass dann vielleicht bei der Polizei auch die Meinung geherrscht hat, die sollen das machen. Und dann haben die gemerkt, dass sie der andere mich. Aber wie es dazu gekommen ist, dass man ihn nicht früher überprüft hat, richtig, das weiß ich nicht.1987 wurde die Polizei sogar mal bei ihm vorstellig geworden. Er hat dann in Adelboden gewohnt und bei den Mineralquellen gearbeitet. Ferrari. Dann ist die Polizei bei seinem Arbeitsplatz auftaucht, allerdings wegen einem anderen Delikt, wegen einem Finanzdelikt. Er hat ihn dort befragt und das war so sein Horrorszenario, dass die Polizei kommt. Und er hat immer Angst gehabt, dass er verdächtigt wird wegen diesen Kindermorden, weil er ja schon mal ein Kind umgebracht hat. Und er hat dann sogar noch irgendeine Bemerkung lockiert, dass er das Gefühl hat, wir hätten immer ihn in Verdacht. Aber auch dann ist nichts in dieser Richtung passiert. Wieso ist der Ferrari, nachdem er schon mal ein Kind umgebracht hat, 1970, in den 70er Jahren, überhaupt wieder auf freiem Fuß gekommen? Das ist eher mir so aufgestossen, dass man einen Sexualstraftäter vom Kaliber von einem Ferrari wieder in Freiheit lässt. Also, wer tut schon nach einer Tat einem sagen, der bessert sich seine Lebtung nie? Und das war noch relativ jung, der Werner Ferrari dort, oder? Also, das gibt es praktisch nicht, dass man einem von Anfang an sagt, den darf man nie mehr unter die Leute lassen. Das entspricht nicht unserem Menschenbild. Auch selbst meinem nicht. Das würde man heute ganz anders sehen. Da würde man sagen, das Problem, warum dieser Mensch in Haft sitzt, ist ein Tötungsdelikt. Wir wollen das verstehen. Wie ist es dazu gekommen? Was bedeutet das für das Risiko in der Zukunft? Was muss man beobachten? Wo muss man das monitoren? Also es wäre heute eine ganz andere Situation. Man sieht in dem Fall Ferrari, damals ist diese Sensibilität dafür noch nicht da gewesen. Und man hat auch noch nicht diesen Blick auf Gefährlichkeit gehabt, indem man Gefährlichkeitsbeurteilung präzise am Einzelfall ausgerichtet hat und dann entsprechend Maßnahmen ergriffen hat. Das hat es im Fall Werner Ferrari zu dieser Zeit nicht gegeben. Später, als die Mordzelle losgegangen ist, ist auch mal sein Vormund befragt worden. Er war also schon irgendwo auf dem Radar. Aber der Vormund hat ihn in den höchsten Tönen gerühmt. Er hat gesagt, er habe sich wirklich gemacht und entwickelt. Und hat ihn eigentlich fast schon ein bisschen freigesprochen von diesem Verdacht. Dass die Kinderserie so lange nicht aufgeklärt werden konnte, das ist ganz sicher nicht der Polizei anzulasten, sondern der Täter hat einfach lange Zeit nicht den entscheidenden Fehler gemacht. Ja, dass dann der Kripo-Chef hat gesagt, dass noch mal ein weiterer Mord passieren muss, dass man vielleicht den Täter verwünscht. Sie haben offenbar einfach niemand hatte. Sie hatte die Spur nicht, die sie gebraucht hätte, oder sie nicht gesehen. Sie wäre wahrscheinlich schon vorhanden gewesen, aber sie ist nicht gesehen worden. Und ich denke, der Mord hätte es nicht gebraucht. Ich denke, der hätte verhindert werden können, wenn die Polizei vielleicht besser zusammengearbeitet hätte, wenn man auf Hinweise anders reagiert hätte. Und das ist schon extrem brutal, wenn man älter ist, Angehörige von der Fabienne. Ich persönlich finde, es ist nicht einfach, damit umzugehen, wenn man merkt, wenn anders geschaffen wäre worden, wenn vielleicht besser geschaffen wäre worden, dann könnte das Kind noch leben. Wir haben in diesen 9 Jahren in jedem Fall, in jedem Kanton, wirklich das Menschenmögliche,
gemacht. Und gleich sind wir nicht zum Erfolg gekommen. Und das hat vielleicht nachher zu einer gewissen Hilflosigkeit geführt, weil man einfach man ist nicht ans Ziel gekommen. Ja, und das hat belastet. Und das war vielleicht mit der Grund für die Aussagen in der Zeitung. Wir waren an diesem Samstag zuerst noch in Kiel miteinander. Und dann sind wir nachher auf die Kübe gegangen, haben etwas gegessen. Und dann sind wir dort zur Putschautobahn. Dann sind wir auf die eine Seite. Und Fabian hatte dann das Bedürfnis, mit der Eliane auf die andere Seite rüberzugehen. Und dann haben wir gesagt, oh, mach doch das. Das war wahrscheinlich für ihn am besten, zu schauen, wann geht das Kind weg von der Kilbe, wann verschwindet sie irgendwie und geht dann dem nach. Ist auf der Lauer gelegen, wie ein Jäger. Und dann ist er damit mit der Fabien und mit einem anderen Mädchen das Dorf aufgelaufen, die Eingasse hindern. Und hat dann das eine Mädchen in einer Seitengasse abgestellt und ihm gesagt, du musst jetzt hier warten, ich komme dann wieder. In dieser Zeit ist er dann mit dem Fabien hier beim Haus vorbeigegangen, Lindenweg hindern. Dort hinten, wo er sie umgebracht, ermordet und vergewaltigt hat. Als ich das Weinen von Fabian vernahm, kam mir die Erinnerung an mein Delikt vor 18 Jahren und ich verlor die Nerven. Offensichtlich bemerkte Fabian meine Veränderung und begann noch heftiger zu weinen. Das zweite Mädchen, das er dort hat abgestellt hat, unten, in einer Seitengasse. Das ist dort stehen geblieben und hat dann mit der Zeit angefangen. Und dann sind zwei Pärchen gekommen und haben gefragt, was hast du? Und das hat dann nachher gesagt, das hat mich ein Mann da abgestellt und gesagt, du musst warten. Und dann haben die Leute gefragt, ja, wo wohnst du? Und die Leute sind nachher mit dem kleinen Mädchen, haben sie daheim gebracht, da zu Hegendorf, wo er wohnt. Das ist, schätzungsweise halbe Viertel vor 10 Uhr. Fabian ist ja so, wie man es können feststellen, um 10 vor 5 vor 10 Uhr ermordet worden. Während ich mich erhob, begann das Mädchen laut zu schreien, worauf ich ihr den Mund zuhielt. Als auch das nichts nützte, muss mein Hass komplett durchgebrochen sein, sodass ich ihr auf den Hals drückte, bis sie tot war. Also da ist dann zufällig jemand gekommen, da ist dann zufällig etwas passiert, da ist etwas schiefgegangen, plötzlich werde ich wütend oder irgendetwas wie Wut und dann ist das Kind tot. Also es hat was sehr Fragmentiertes, Zufälliges aus dem Moment heraus Entwickelndes. Und das ist vollkommen unplausibel. Also es ist viel plausibler, dass er sich auch unabhängig von den Taten sehr stark mit den Szenarien beschäftigt hat. Es liegt sehr nahe für ihn, sei es aus Wut, sei es ganz banal, um Zeugen zu beseitigen, aus welchem Motiv auch immer. Es ist eine naheliegende, implizite Option, dass in so einem solchen Szenario, wo er kontrolliert, wo er manipuliert, wo er die volle Kontrolle über das Kind hat, dass diese volle Kontrolle sich fast nahtlos umsetzt in die Tötung des Kindes. Ich hatte einen guten Kollegen und der hat gesagt, komm, wir gehen mal schauen. Und dann sind wir da durch den Lindenweg hintergelaufen. Und das Lindenweg war das ganze Gebiet noch gar nicht überbaut. Und das ist ja, im August hat es Feuchtigkeit um die Nacht. Das Gras ist nass und hat man vom Lindenweg hinten über das Land hat man zwei Spuren gesehen, wo zwei Personen gelaufen sind. Und dann sind wir ein Stück weit gelaufen und nachher hat er gesagt, du komm, kehre um.
Das bringt nichts und dann sind wir wieder zurück. Und wenn wir die Spuren weitergelaufen wären, noch 5 Minuten oder 7 Minuten, dann hätten wir Fabian selber gefunden. Das war schwer. Das weiss ich nur, dass es einfach schwer war, dass man es einfach nicht genau gewusst hat. Aber ich habe es nicht genau gewusst. Ja, nein, das war schwer. Am Sonntag, am Nachmittag, etwa um 13:30 Uhr, ist der Gemeindepräsident zu uns gekommen. Und er sieht, sie haben Fabian gefunden und sie ist tot. Mhm. Im Fall Fabian hat es eine Augenzeugin gegeben, die den Täter beschreiben konnte. Sie konnte ein Bild zeichnen, wie er aussah. Und aufgrund dessen hat es dann Hinweise aus der Bevölkerung gegeben. Darum ist die Polizei mal bei ihm anklopfen. Herr Ferrari? Aber er war nicht daheim und er sie wieder abgezogen. Dann ist etwas passiert, das eigentlich alle überrascht hat im Nachhinein. Ist dort die Kantonspolizei? Mein Name ist Werner Ferrari. Ich habe soeben von einer Nachbarin erfahren, dass die Polizei nach mir gefragt hat. Ich bin jetzt zu Hause in meiner Wohnung, aber ich sage Ihnen gleich, wegen dieser Sache in Hegendorf müssen Sie erst gar nicht zu mir kommen. Ich habe damit nämlich überhaupt nichts zu tun. Und damit hat er sich eigentlich selber verraten. Er war zwar auf dem Radar, aber man hat ihn wieder links liegen. Und durch das Telefon hat er sich selber verraten. Das war ein grosser Moment, wo man endlich den Kindermörder gefasst hat. Das ist eine grosse Erleichterung der Bevölkerung. Als der Täter der Kantonspolizei Solothurn verhaftet werden konnte, ist natürlich die Erleichterung der ganzen Polizei in der ganzen Schweiz sehr, sehr gross. Bei mir persönlich natürlich auch, weil der Aargau ganz massiv betroffen war von diesen Kindertötungen. Und wo nachher im Verlauf der Woche, wo der polizeiliche Sachbearbeiter in Solothurn eins und das andere Geständnis bekommen konnte, ist die Erleichterung immer noch grösser geworden. Und die Überzeugung, dass der richtige Täter ist gefasst wurde. Heute auf die Fälle zurückgeschaut und sieht, dass es immer nach dem gleichen Muster war und es ist wieder passiert. Und der Werner Ferrari ist sogar auf einer Liste gestanden, wo man klopfen und als er nicht daheim war, hat man ihn einfach wieder vor der Liste gestrichen oder ein bisschen vergessen. Also, ich bin überzeugt, heute würde die Serie nicht mehr so lange dauern. Und ich denke auch, dass vielleicht der letzte Mord hätte verhindert werden können. Es ist einfach der letzte Fall, ist zum Glück der letzte Fall gsi. Auf der anderen Seite ist das klar, das ist wieder ein Fall zu viel gsi und da hat man sich schon auch polizeilich die Frage gestellt, hat man das wirklich nicht können verhindern, dass neunst ein Kind hat müssen sterben. Die Frage hat man sich gestellt, ja. Eigentlich sollte es ein reibungsloser Prozess werden, glatt und rasch durchzuziehen. Doch der Angeklagte macht nicht mit. Werner Ferrari, der als mutmaßlicher Mörder von 5 Kindern im aargauischen Wettingen vor Gericht steht, hat seine Geständnisse, auf denen der Prozess aufbauen sollte, widerrufen.